Entscheide dich. Nein, das geht nicht. Es gibt tausend, es geht sogar tausend in eins. Ach so, unendlich. Ja, okay, gut, alles gut. Aber wenn die Münze betet, dann nicht zu sich selber. Sagen wir mal so, weißt du auch, wenn die oh zwei Seiten Gott, hat. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Münze betet nicht zu sich selber. Seiten, das hat er daraus gelernt. Habe Gnade! Ja, ich habe auch zwei Seiten. Jeder Mensch hat zwei Seiten, aber es ist immer ein Mensch. Ich will niemals aber ihr sagt, Gott hat keine zwei Seiten. Ihr sagt, Gott hat keine zwei Seiten. Er kann nicht im Himmel sein. Er kann nicht als letztes Mensch. Das ist ein schlechtes Beispiel mit der Münze, Brudi. Du bist euer Verstand. Oh, ja, ist doch einfach so. Das ist so. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel, was du da gibst mit der Münze. Einmal trotzdem eine Münze. Eine Münze, zwei Seiten. Ein Gott, zwei Seiten. Mensch und Gott. Ja, und ich sage dir das. Es gibt nur einen Gott. Es gibt ja nicht zwei Götter. Verstehst du? Du sagst ja. Wir reden über Münze und zwei Seiten. Du sprichst schon wieder weg. Du sagst, Gott kann alles. Der hat ja im Endeffekt, der Bruder hat da vorhin alles gesagt. Gott kann alles. Da braucht er keine Maria, um auf die Welt zu kommen. Grundfeier ja, aber Allah sagt, dass kann. Wie bitte? Allah sagt, ich brauche eine Frau, um ein Kind zu zeugen. Sonst kann ich das nicht. Nein, er meint, er braucht keine Frau, um ein Kind zu zeugen. Er kann nein. Auch so auf die Welt kommen. Nein, du verstehst. Lies doch mal den Vers. Er sagt, ich kann keine Kinder haben, weil ich keine Frau habe. Ich brauche eine Frau, um ein ja, Kind zu zeugen. Er hat ja auch keine Frau. Er hat ja auch keine nein. Frau. Deswegen nein. Hat er auch keine Kinder. Nein, Allah sagt, ich kann keine Kinder zeugen ohne eine Frau. Weißt, ich weißt, kann keine ist? Kinder ach, haben ohne eine Frau. Das ja, weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist, dieses Genitiv? Das ist dann, dann landen wir wieder bei Zeus. Ich bin nur noch Zeus, Apollo, diese ganzen, weißt du, ich meine, Kinder Gottes da. Was? Da landen wir bei der griechischen Mythologie, landen wir, was jeder macht. Ja, wer hat denn, deswegen, wer hat denn die griechische Mythologie erfunden? Bei euch immer und macht sich lustig über ja, euch. Das, ja, genau, weil der Satan, weil der Satan, das Thema noch durchgeht. Wie auch. Deswegen bedient sich auch Hollywood immer bei euch mit diesen ganzen Avenger-Filmen, wo dann der mein Bruder, Tor runterkommt mein Bruder und dann erklärt, auch Tor hat kein Auge erklärt, mehr hat, weil er der andere mein Bruder hat soll. Euch doch erklärt, dass der Satan gerne den biblischen Gott kopieren möchte. Und du siehst, dass er die Menschen auf eine falsche Fährte führen will und wegholen will vom biblischen Gott, den dreieinigen Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Ja, ist okay, guck mal. Wir werden da nie auf einen Nenner kommen, weil ihr seid fest in diesem ja, Ding. Wir werden doch niemals auf einen Nenner kommen, weil wir nicht an einen Gott glauben. Weißt du, auf Biegen und Brechen versucht ihr das und zu verteidigen. Und wir haben immer die Palmen-Tätis bekommen. Das ist immer so. Guck, anderes Thema. Guck mal. Anderes Thema, direkt ja. Weißt du, wer euch mehr, weißt du, wer euch dann irgendwann mal errettet, wenn diese ganzen... Ja, weißt du, wer euch erretten wird, wenn die Satanisten die Macht über diese Welt komplett bekommen? Die Muslime, die weil die sich nicht auf die andere Wange hauen lassen. Weil die sich da wirst du schon sehen, was mit den Muslimen in Europa passiert. Order. Das werden wir sehen, ob ihr das schafft, gegen die Obrigkeit zu rebellieren. Das ja, werden wir sehen. Wir werden es versuchen. Ihr tut ja. Mal. Ihr und das Ende steht schon fest. Ihr seid ja schon. Das Schafe. Ende steht schon fest. Ihr werdet schön gechippt werden. Und ja, du hast keine gut, Wahl. Gut, aber wie gesagt. Wir dürfen ja, euch noch wehren, ihr dürft euch ja nicht mal wehren. Ihr könnt euch wehren, ihr könnt ja, wehren ihr und ihr werdet trotzdem Armin niedergeschlagen und gechippt. Und da kannst du dich wehren, wie du willst. Das ja, Ende, eure Ende steht schon fest. Zu das ist das. Wir werden versuchen. Ihr das kannst du versuchen. Versuchen. Verstehst du? Nein, die sind doch schon längst nicht mehr da. Die wahren weißt, Christen sind schon weg. Religion, die wahren Christen sind entrückt. Religion ist Lifestyle. Verstehst du? Religion ist Lifestyle. Religion ist Lifestyle, Habibi! Welcome to Dubai! Genau. Religion ist Gucci-Tasche, Gucci-Handtasche, Lifestyle. aber verfälscht aus Türkei für 35 Euro. Religion ist Lifestyle. Leute, ich bin Urlaubszeit. Ich muss einfach nur noch weg von dir, ehrlich. Am besten einfach irgendwo ganz ruhig irgendwo oder so. Man ist nicht Urlaub, sondern man ist reif für die Insel. Man braucht nicht mehr Urlaub, es ist eine Stufe höher.
Gott kann die zwei Seiten haben. Der kann sich als Exorzist und gleichzeitig bringen. Nein, Gott kann das nicht. Was ist das? Nein, Gott will nicht. Gott kann nicht. Nein. Wie die sich wehren, wie viele Sachen der Gott ist, also ihr Gott kann so viele Sachen nicht, ne? Das gibt's gar nicht. Man muss das alles aufzählen, wie viele Sachen der Gott, also von ihnen da Sachen nicht kann. Kann dies nicht, kann das nicht, kann das nicht. Kann Gott kochen? Ja, Allah beschwert sich von 53, Vers 19 bis 23, dass die Töchter so geschrieben werden anstatt Söhne. Da sagt er, das ist eine unbillige Verteilung. Ja, da beschwert er sich, ja. Weil das ist eben diese altarabische Gottheitenverehrung und das ist auch mit eingeflossen. Ja, leider. Das ist so grausam. Allah beschwert sich, weil dass die Töchter zugeschrieben werden anstatt Söhne. Ey, ihr ganzen Leute, warum schreibt ihr mir Töchter zu? Das ist eine unbillige Verteilung, die ich den Söhnen habe. Ja, das Konzept der Errettung in der Bibel ist ganz anders als das Konzept der Errettung im Islam. Wenn man sich nur mit diesem Konzept beschäftigt, dann findet man zur Wahrheit von automatisch. Allah vergibt einfach so. Und der Gott der Bibel sagt, nein, Vergebung einfach so, das würde mich zu ungerechten Gott machen. Weil die Sünde muss bezahlt werden, die Gesetzesübertretung. Es gibt nicht einfach so vergeben. Ein Richter im Gericht kann nicht einfach so vergeben. Dann wäre er ein ungerechter Richter. So sieht's aus. Wenn man den Muslim nur an diesem einen Konzept der Errettung, der Erlösung festnagelt, dann können die es eventuell schaffen. Da brauchen wir nicht mehr drum herum zu reden. Gott kann barmherzig und gerecht sein, wenn er sowohl vergibt die Sünde, die bestraft werden muss, als auch, dass die Sünde bestraft wird. Und das ist ein Widerspruch, das geht nicht. Es geht nur... Muss er selber alles auf sich nehmen und bezahlen. Auf sich nehmen, ja, ja. Wenn der Richter sagt, hier, nimm die 40.000 Euro, die dir schuldet, derjenige, ich bezahle das, dann ist derjenige zufrieden, sein Auto ist wieder reparierbar, ne? Und derjenige, der in das Auto gefahren ist, kann auch gehen. Aber der Richter hat sowohl barmherzig geübt für den Sünder, als auch, also vergeben, einfach so, obwohl er das Gesetz übertreten hat, als auch Gerechtigkeit walten lassen. Dass derjenige, dessen Recht gebeugt wurde, zufrieden ist. Die 40.000 Euro Autoschaden sind bezahlt. Das heißt, bezahlen und vergeben müssen zusammenkommen in dem Retter. Versteht ihr das? Dieses Konzept muss sitzen und dann versteht ihr Gott. Aber, naja. Dann versteht ihr eben, dass Allah nicht gerecht sein kann. Er kann nur barmherzig sein. Das fehlt die Gerechtigkeit. Wenn man barmherzig ist, kann man nicht gleichzeitig gerecht sein. Das eine schließt das andere aus. Und das muss man den Leuten erklären, den ist Muslime. Und dann geht's auf, dass das nur in Jesus Christus geht, dieses Konzept der Errettung. Nur so, das ist logisch. Da siehst du auch, dass Gott logisch ist. Auf höchstem Niveau. Und dann verstehen die Leute den Gott der Bibel. Amen. Ja, also um das nochmal klarzustellen, dass Gott der Bibel ein Gericht hat, indem er Barmherzigkeit und Gerechtigkeit erfüllt, indem er es selber bezahlt. Weil mein Bruder hat euch ja erklärt, anhand des Beispiels, wenn wir vor einem Richter stehen und wir beispielsweise ich meinem Kumpel in das Auto reinfahre und er jetzt seine Gerechtigkeit sucht im Gericht, auf einmal der Richter zu ihm sagt, nee, ich meine, das Auto ist kaputt, wie soll ich zur Arbeit fahren? Was ist das für ein Richter? Also kann das nur klappen, diese Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wenn der Richter selber für den Schaden aufkommt und den anderen barmherzig gehen lässt. Verstehst du? Der Richter muss alles auf sich nehmen.
Ja. Dann geht das Konzept rum. Und wenn er nur barmherzig ist, alles vergibt und auf einmal einen Mörder vergibt, dass der gerade das Familienmitglied von einem ermordet hat im Gericht, dann suchen die doch ihre Gerechtigkeit. Dann sagt er, nee, ich bin barmherzig, ich vergebe jetzt heute mal. Und dann meinst du, wenn du sagen würdest, ey Richter, ja, ey Richter, wo ist unser, das Kind ist gestorben, wo ist die Gerechtigkeit uns gegenüber? Und der Richter würde sagen, ach, papalapap, ja. Raus mit euch, raus, ich bin nur barmherzig. Ich, papalapap. Das ist Papalapap-System. Das ist ein System der Papalapappigkeit. Papalapap-System, das ist, ja, du siehst ja. Also, dass der biblische Gott auch da den Muslimen und allen anderen Religionen den Boden unter den Füßen wegzieht. Es bleibt nur der biblische Gott übrig. Es bleibt nur das Konzept nur in der Bibel übrig. Ja. Und Gott sei Dank, danke, Herr Jesus Christus, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr. Danke. Amen. Alleine nur das Konzept der Erlösung führt uns zur Wahrheit. Und man sieht, dass diese Wahrheit unverrückbar ist. Da kann sich jeder da drin wälzen, also dagegen stoßen, der kommt nicht drum herum. Der muss das anerkennen, dass das die Wahrheit ist. Da sieht man eben die Schönheit, und das ist ja das, was Apostel Paulus sagt, ja, die Tiefe, Breite und Höhe Gottes zu kennen. Also Gott in seiner Ganzheit zu erfassen. Amen. Und das ist ja, wir sind alle auf dem Weg, also in seiner Dreidimensionalität zu begreifen. Ja, ein Schatten ist ja immer ein Bild für einen dreidimensionalen Körper. Man sieht die Umrisse, ja, ein Schatten ist nur ein Bild, was so grob sozusagen uns zeigt, dass da ein Körper ist. Aber das Wahre, die Dreidimensionalität des Körpers ist eben das Wahre, wo wir alles sehen können. Der Schatten ist nur ein Bild, zweidimensional. Und das Erlösungswerk Gottes in der Bibel ist eben dreidimensional. So, ihr Lieben. Wir sind im Konzil von Nicea, 327 Leute sind drin, genau, 323 bis 327 Leute immer. Das heißt, es ist das Konzil von Nicea. Wir sind 327 nach Christus. So, ja. Und ja, zum Beispiel die ganzen Katholiken oder Orthodoxen kennen ja die. Ja, man kann dich hören. Die kennen ja die Entrückung nicht, die kennen ja das Mahlzeichen des Tieres nicht. Die gehen alle drauf, die Muslime werden leider alle draufgehen. Die kennen ja die Prophezeiung nicht, die können sich nicht helfen, die können sich nicht retten, in Sicherheit bringen. Die laufen auf offene Messer zu. Ja. Und auch die Orthodoxen und Katholiken, die kennen das ja alles gar nicht, weil die einfach nicht bibelfest sind. Und ihre Priester selber kennen gar nicht die Entrückung und die Erlösung. Ja. Deswegen werden die von ihrer Obrigkeit halt verführt. Und gehen auch selber nicht auf die Suche und deswegen gehen verloren. Weil sie nicht bibeltreu sind. Hörst du mich? Hört ihr mich? Ja, ich kann. Ja, sie werden halt immer durch Traditionen und weltliches Traditionschristentum einfach hier auf der Welt festgehalten. Und die werden auch die Entrückung verpassen, dann gehen die auch alle drauf, leider Gottes. Weil sie nicht wiedergeholt sind. Ja, das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Ja. Aber hier haben die ja die Möglichkeit. Es gibt da viele Christenleute, die auch hier bei uns dabei sind und das alles hören. Und die haben ja die Möglichkeit, eben errettet zu werden, beziehungsweise wiedergeboren zu werden. Hallo. Könnt ihr mich hören? Ja. Und zwar... Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, Gott segne eure Familie auch. Hoffentlich kommen alle noch zu Jesus. Und zwar,
Meine Frage ist, könnt ihr mal so eine Liste machen oder so eine kleine Datei, keine Ahnung, mit diesen ganzen Suchen und sowas? Weil wenn ich mit Muslimen diskutiere, ich schreibe mir manchmal Sachen auf, aber ich weiß auch nicht genau, wie ich die so wo ich die finden soll. Wisst ihr, was ich meine? Sehr laut im Hintergrund, Mann. Ist bei mir laut im Hintergrund? Warte, vielleicht bei mir. Ja, ist wieder besser. Okay, und zwar, diese ganzen Stellen, die suchen zum Beispiel vor allem jetzt Zeynep und Aisha, das ist für mich, wäre jetzt für mich so besonders wichtig. Könnt ihr mir die Suchen nennen oder könntet ihr die aufschreiben, dass wir die alle haben? Vielleicht irgendwie so eine kleine Liste. Welche Suche? Ja, entweder in den Hadithen oder im Koran, wo ich danach nachschauen kann, zum Beispiel das Zeynep. Ja, Zeynep und Aisha, weil er sagt mir, ein Kollege sagt mir dann, dass sie irgendwie, dass da eine Rechnung gibt, dass man im Koran irgendwie hochrechnen kann oder in den Hadithen hochrechnen kann von irgendeinem Gelehrten, dass sie nach der Pubertät schon war. Oder was heißt nach der Pubertät, aber dass sie schon älter war? Keine Ahnung. Nein, da gibt es ein Hadith, wo die Aisha selber sagt, dass sie ihre Menstruation noch nicht hatte. Mhm, bei der Heirat? Die war schon mit dem Propheten schon längst verheiratet und die hatten auch schon Geschlechtsverkehr. Hatte sie vor der Menstruation schon Geschlechtsverkehr? Ja, genau. Sie hatten vor der Menstruation Geschlechtsverkehr und das deckt sich perfekt ein mit Sure 65, Vers 4, in dem Muslim erlaubt ist, Kleinkinder, deren Kleinkinder zu heiraten. Okay, 65, Vers 4, da steht das drin, im Koran. Ja, genau, da kannst du dann die Tafsire dann dazu nehmen und dem Muslim das an den Kopf hinein, dass ein Gott eigentlich der sittlich ist. Okay, und mit Zeynep, wo finde ich das? Ist das in Hadithen oder ist das im Koran? Nee, das ist im Koran, Sure 33, Vers 37. Und dazu muss ich den Tafsir von Al-Qudsi 14 auf der Seite 172 aufschlagen. Ja, okay, das habe ich aufgeschrieben, ja. Ja, perfekt. Ja. Das war's. Dann danke euch, Gott segne euch. Und danke. Ja, danke schön. Ja, auch, mein Lieber. Ciao. Ciao. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr trauriges Thema auch in Mohammeds Leben, auch als er die Frau von seinem Adoptivsohn aufgespannt hat. Und dann fragt man die Muslime, wer ist bereit, die Frau von deinem Sohn oder was oder von deinem besten Freund einfach so aufzuspannen und sie mit Islamkrieg anzupassen. Mit 99% der Muslime hätten ein riesen Problem, einfach bei einem Muslim nach Hause zu gehen, seine Frau einfach anzuprobieren und mit Herzen zu gewähren. Ja, und der Gott der Bibel, alleine das in den 10 Geboten heißt es ja, du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Nicht begehren. Ja, und dann kommt eben 600 Jahre nach dieser Sache ein neuer Gott und sagt, du sollst die Frau deines Nächsten begehren. Das ist gut. Das ist gut. Ja, und dann haben wir noch die wundervollen Worte des Herrn Jesus Christus, der eine Frau mit lüsternem Blick anguckt, der hat in seinem Herzen Ehebruch begangen. Guck mal, wie heilig der Jesus Christus ist. Nur wenn wir eine Frau angucken, haben wir schon Ehebruch in unserem Herzen begangen. Ja, ja. Dann sehen wir auf einmal den Gott des Islam, wie, oh, Muhammad, kein Problem, begehre sie ihn, wie du möchtest. Nimm sie zum Raum. Ja, die Bibel gab es ja schon zu dieser Zeit, zu Mohammeds Zeit. Der hat ja die Bibel. Der hätte ja diese Verse lesen können. Wer eine Frau ansieht, nur um sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Das heißt also, Mohammed hat in dem Fall gesagt, ja, das steht zwar so da, aber ist mir egal. Ne? Egal, ob das der Mohammed gesagt hat oder Allah gekommen ist, hat gesagt, nein, das, was der Gott der Bibel da sagt, ist Schrott. Ich sage euch, geht in das Haus von euren Freunden und versucht, die Frauen auszuspannen. Da bin ich wieder. Mein Handy war aus. Aber wie findest du das? Ja, wir sind jetzt bei dem Thema mit dem, die Frau deines Freundes oder so begehren. Wie findest du einen Freund, der zu dir nach Hause kommt und deine Frau begehrt? Bruder, guck mal, ich lass uns mal bitte bei den Grundprinzipien der Religion und Grundstein der Religion, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Gelehrter und du kannst dich gerne mit Gelehrten darüber auseinandersetzen. Ihr setzt euch hier. Nee, das ist einfach nur eine moralische Sache. Aber es geht um die. Nein, du brauchst kein Gelehrter zu sein. Beantworte erstmal die Frage. Was für Frage? Wie findest du, wenn du einen Freund hast und der kommt zu dir nach Hause und der begehrt deine Frau, wenn er deine Frau sieht?
Wie findest oder du so wie gesagt, Freund? Ich weiß nicht genau, was da drin steht. Ich weiß nicht, welchen Vers sie meint. Ich weiß nicht, Einfach so. Wie findest du so einen Mensch? Ich will dazu nichts sagen. Ich sag dazu nichts. Ich will jetzt über. Weil er weiß ganz genau. Dass er sonst gegen seinen Propheten gehen würde. Der weiß ganz genau. Sonst geht er gegen seinen Propheten. Seht ihr? Der kann nicht antworten, weil wenn er sagen würde, ich finde das schlimm, und er findet das schlimm. In seinem Herzen weiß er, dass das schlimm ist. Aber wenn er jetzt sagen würde, dass das schlimm ist, dann kommt der Amir mit dem Vers, mit Zainab und Ali, und auf einmal sagt er, dass mein Prophet schlecht ist. Dementsprechend. Beurteilt seinen Propheten als etwas Schlechtes. Deswegen sagt er nichts. Deswegen sagt er, ich bin kein Gelehrter. Damit er sich aus der Und allein an dieser Sache sehen wir, dass die Muslime selber moralisch höher stehen als ihr Vorbild. Deswegen können wir Christen sagen, dass was David getan hat, war das Allerletzte. Gott hat ihn dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Gott des Islam, Mohammed, das ist sogar noch verleitet, diese Frau auszupacken. Ja. Warum hältst du dein Herz zurück, was du begehrst, Mohammed? Geh und nimm sie zur Frau, Ja, an dieser Geschichte kann man auch ganz klar beweisen, dass der Gott des Islams gegen den Gott der Bibel ist, was Sünde betrifft, und lehrt, dass das, was der Gott der Bibel für verboten erklärt, für Sünde erklärt, dass das gut ist, dass das keine Sünde ist. Und wir wissen ja, wer das ist. Der immer sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst deinen Nächsten nicht begehren? Nein, du sollst deinen Nächsten begehren, das ist gut, tu es. Wir wissen ja, wer das ist. Wir wissen ja ganz genau, wer das ist. Ja. Allein auch an diesem Beispiel sieht man, dass der Islam wirklich nicht von Gott ist, sondern vom Feind. Merkt selber in eure Diskussion ein. Ihr könnt Muslime fragen, einfach nur von einer moralischen Perspektive, dass er die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt hat. Was hält ihr von so jemandem, der zu euch nach Hause kommt und eure Frau ausspannt? Einfach nur mal fragen. Und ihr seht ja, dass ich das sehr oft gefragt habe und die Muslime mir eindeutig geantwortet haben, das ist der allerletzte Drecksack und ich würde den umbringen, haben viele schon gesagt. Seht ihr, also die würden Mohammed auf der Stelle töten für diese Handlungen? Nein, die sagen, ja, jeder Mensch, der das tut, ist ein Dreckhaufen. Aber wenn der Mohammed das sagt, wenn der Mohammed das tut, dann ist das gut. Auf einmal wird gut zu schlecht und schlecht zu gut. Ja. Plötzlich. Ja, genau. Plötzlich wird das Böse zu gut, das Gute zu böse und das Böse zu gut. Plötzlich. Aus dem Nichts. Und was hat Jesaja gesagt? Jesaja Kapitel 5. Wehe euch, ihr Gutes und Bösen. Ja, sag Amir. Nee, ich habe nur gesagt, Jesaja Kapitel 5, Vers 20, damit die Leute das nachschlagen. Ja, genau. Wehe euch, die ihr Gutes zum Bösen erklärt und Böses zum Guten. Licht zum Finsternis und Finsternis zu Licht. Wehe euch. Ja? Wenn ihr das gut findet, dass ihr Leute zu euch nach Hause kommen und eure Frau begehren und Absicht haben, irgendwie die euch wegzunehmen, dann ist das in Ordnung. Dann könnt ihr sagen, ja, ich finde das in Ordnung. Das ist gut, wenn ein Freund zu mir nach Hause kommt und meine Frau haben will. Dass er so lüsterne Augen auf meine Frau wirft, lüsterne Blicke. Aber wenn ihr sagt, nein, das finden wir nicht gut, dann müsst ihr diese Schablone nehmen und auf Mohammed übertragen. Lisa. Lisa, du weißt doch, dass die Muslime ein Riesenproblem damit haben, eine Frau so anzugucken. Sie sieht besser als ihr Prophet. Ich weiß es ja. Jeder Mann auf der Welt hat ein Problem damit. Egal, wo du hingehst.
Ja, der versucht dann, der wird eifersüchtig und versucht seine Frau zu verteidigen, wenn du auf einmal die voll anguckst. Du kennst doch diese, ey, was guckst du? Nein, ich meine, das meine ich nicht. Die Muslime, du siehst ja beispielsweise so strenggläubige Muslime, die, wenn sie eine Frau ansehen, sie ihre Blicke senken, weil sie nicht dadurch verführt werden wollen. Wirklich? Hast du das schon sehr oft gesehen? Ja, weil es sich nicht gehört, die Frau von einem anderen anzusehen. So, das meine ich. Und dann sehe ich auf einmal, dass die Muslime besser sind als ihr eigenes Vorbild. Ja, leider. Das wollen wir ja denen klar machen. Das wollen wir ja denen klar machen. Dass die Moral, die Gott uns auch in das Gewissen gelegt hat, das Gesetz ist eigentlich in unserem Gewissen hineingelegt. Von Gott. Und dann kann nicht das Böse auf einmal zum Gut erklärt werden. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du nicht möchtest, dass jemand deine Frau auf einmal begehrt, dann tu es auch nicht einem anderen an. Siehst Amen. Du dieses Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Was du nicht möchtest, dass man dir tue, das tue auch einem anderen nicht, sagt der Herr Jesus. Das ist das Gesetz und die Propheten. Darum kommt es an, auf dieses Gesetz. Das ist das Kern des Gesetzes. Stell dir mal vor, Mohammed würde heutzutage leben. Und der würde die Frau mit düsteren Blicken anfassen. Ja. Das ist eben sehr hart. Ja, und das sehen wir auch, dass anhand dieser Sure 9, Vers 49, dass eben ein Muslim auch Probleme kriegt mit der Moral und sagt, nein, Mohammed, hör auf, mich zu verführen, ich möchte sowas nicht. Das heißt, da ist ein Muslim, der sagt, nein, das ist Sünde, ich will sowas nicht machen. Wenn das doch ein Prophet Gottes ist, der alles so von Gott weitergibt, was er von Gott gehört hat, dann muss es ja so perfekt sein, dass wir das gerne machen wollen. Aber wenn jemand sagt, nein, ich möchte das nicht machen, weil das ist Verführung, dann heißt das, der hat da Problem mit Mohammed gehabt in Sure 9, Vers 49, ja. Wo er sagt, erlaube mir zurückzubleiben. Hör auf mich mit diesen Frauen. Da muss mit diesem Staat. Ja, genau. Und das ist ein Beispiel, dass ein Moslem plötzlich moralisch höher steht als sein Vorbild. Das ist ein Beispiel dafür. Sogar im Koran ist das da drin. Ja, da muss man nicht außer koranische Quellen so herziehen, sondern wir können direkt anhand des Korans beweisen, dass ein Moslem höher steht moralisch als sein eigenes Vorbild. Und das nicht mitmachen möchte, was der Mohammed da ihm das gesagt hat. At-Tabari, Band 14, Seite 287, das ist die Auslegung zur Koransure 9, Vers 49. Dies meint der Prophet in Koransure 9, 49, wo es heißt, erlaube mir zurückzubleiben und verführe mich nicht. Er, der Prophet, spricht, greift die Stadt Tabuk an und nimmt euch dort die dortigen blonden Mädchen zu Beute. Da sprach ein Mann namens Al-Jad, nicht nur Al-Jad, erlaubt mir zurückzubleiben und nicht am Staat teilzunehmen. Und stelle dich nicht auf die Probe. Erlaube mir zurückzubleiben und führe uns nicht zu Frauen. Ja. Siehst du, das ist ein Beispiel dafür. Absolut, Mann. Ja. Das Stand von der Mohammed, die Leute gesagt. Das sind wichtige, elementare Probleme im Islam, die Muslime uns erklären müssen. Deshalb, dann sagen die Muslime zu mir, der Tafsir von At-Tabari ist der Tafsir aller Tafsire. Natürlich. Der Tafsir aller Tafsire. Natürlich. Wo es keine Frage gibt. Nein, Tabari ist eine der höchsten Autoritäten. Für viele Muslime sogar die höchste Autorität. Ja, die höchste Autorität. Seine Tafsire sind bindend. Das ist ja egal, ob ihr Sabari oder Al-Qurtubi oder Jalalain
ist egal. Das ist alles auch höchste Autorität. Ja, so einfach ist das. Und deswegen müssen wir immer unseren Vorbild vergleichen mit dem islamischen Vorbild. Und dann sehen wir, dass der Vorbild im Islam absolut nicht mithalten kann. Mit dem Vorbild des Herrn Jesus Christus. Absolut nicht. Das geht ja gar nicht. So, Heiligkeit, absolute Vollkommenheit gegenüber ja, Sünder. Ein Mensch, der also Sünde begeht, nach biblischem Maß gesehen, nach koranischem Ausmaß ist was anderes. Also nach biblischem Maß begeht er Sünde die ganze Zeit. Und der Koran sagt ja auch, dass der Mohammed Sünder ist. Ja, Sura 48, Vers 2 und Sura 47, Vers 19. Ja. Und da haben wir einen Jesus Christus, der ohne Sünde ist, und da haben wir einen Menschen, der Sünder ist. Und deswegen kann ein Sünder einen anderen Sünder nicht führen. Versteht ihr das, dass das nicht geht? Elementar ist das. Das muss ein perfekter Mann euch sagen, das und das müsst ihr machen. Folgt mir nach. Aber wenn doch einer, der selber Sünder ist, sagt, folgt mir nach, und dann sagst du, ey, Moment mal, das, was du jetzt da gerade machst, das mache ich ja noch nicht mal. Du musst mir folgen. Versteht? Das geht ja gar nicht, das ist ja unlogisch. Deswegen Moment. Sagt ja diese Dschihadist, nein, ich folge dir nicht. Ich folge dir nicht, weil das, was du davon... Folgst du mir mal? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Alkoholtrinker zu einem Typen gehen würde und sagen, folg mir nach, aber trink keinen Alkohol. Und ich trinke vor dem Alkohol. Da sagt er, was ist das denn? Ich trinke keinen Alkohol. Was soll ich denn mit einem Alkoholtypen, der auch noch lügt, nachfolgen? Ich kann nicht mehr meinen Rückgrat platzen, dann kann ich wieder raus. Ey. Ein Vorbild muss ja immer besser sein als du, nicht schlechter. Das ist so der Sinn des Vorbilds. Ja, aber es ist logisch. Es ist logisch. Und dieser Moslem in Sura 9, Vers 49 sagt eben, nein, das möchte ich nicht. Das ist Verführung. Hör auf, mich zu verführen. Das heißt, ich will nicht diese Verführungssachen, was du da möchtest, möchte ich nicht mitmachen. Das kann doch nicht sein, dass du dein Vorbild sagst, nein. Ja, ich habe mir das gerade durch den Kopf gehen lassen. Das hört sich so heftig an. Das ist wirklich so krass. Ich bin also besser als mein Vorbild. Das ist so krank. Die Sinne so verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Die Sinne sind verblendet. Zweite Korinther 4, 4. Die Moral ist betrübt. 2. Korinther 4, 4. Der Gott dieser Welt hat die Sinne der Menschen so verblendet, dass sie das Licht des Evangeliums nicht sehen können. Nicht aufgeht. Ja, und durch solche Beiträge können wir alle dazulernen und mit den muslimischen Freunden reden und versuchen, ihnen zu zeigen, dass sie halt rauskommen sollen zum Herrn Jesus und errettet werden. Ja, möchtest du noch jemanden hoch? Hier ist gerade keiner drin, Alter. Ah, okay, alles klar, ja gut dann. Aber du hast schon vollkommen recht, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, dass das Vorbild eigentlich ja besser sein sollte als man selbst. Das ist ja gar kein Vorbild. Das heißt, als wir die Vorbild als Vorbild nehmen,
Sie müssen die Leute angreifen, Frauen erbeuten, kleine Kinder heiraten. Also was das für Ausmaß angeht, ihn als Vorbild zu nehmen. Das ist ja kein Vorbild. Ja, wenn du ein Vorbild hast und er sagt, komm, wir rauben eine Bank aus. Und du sagst, nein, das ist nicht gut. Ja, aber ich bin dein Vorbild. Komm jetzt. Das macht doch keinen Sinn. Wahnsinn. Wenn du nein sagst zu deinem Vorbild. Ja. Deswegen muss das Vorbild immer vollkommen sein, damit du ihn nicht packen kannst. Damit du nicht nein sagen kannst. Weil sobald du zu einer Sache von deinem Vorbild nein sagst, ist er kein Vorbild. So sieht's aus. Weil da ist er fehlerhaft. So wie du. Du hast Fehler und er ist auch Fehler. Wer folgt wem? Hallo, ihr, wie unlogisch das ist? Hallo, mein Lieber. Hi, Gott segne dich. Hi, Reza. Hi, Amir. Hi. Hallo. Gott segne dich auch und deine Familie. Assalamu alaikum. Danke. Also, Jungs, guck mal, ich gucke euch wirklich schon sehr lange an. Und ihr habt recht mit dem, dass die Schiuch und die Sheikhs nie ein Wort darüber verloren haben. Kennt das ja, man wächst ja auf in islamischen Dings, ne, Familien. Man wächst auf und ihr wisst, was ist die größte Sünde im Islam? Schirk. Ja. So für ein Muslim ist das verdammt schwierig, ne, der so groß geworden ist, verdammt schwierig, jetzt zu sagen, okay, ich nehme den Herr Jesus, sage ich mal, an. Als Gott, wie er das jetzt sagt, weißt du? Ja. Deswegen, also, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also, ich kann das irgendwie mit meinem Kopf nicht vereinbaren. Ne? Ich war früher auch christliche Versammlung und sowas. Ich hatte selber, da geht auch dasselbe Problem, als ich in Herb saß und ich in meinem Raum da drinnen war und ich diesem Imam zugehört habe, der auf einmal rausgegangen ist aus dem Islam. Ich habe ja Allah angebetet. Und als ich gehört habe, dass er Jesus anbetet, ich habe mich irgendwie total, das war für mich, das war besser. Viele beten ein Mensch, ich kann mich so gut auf. Das ist unglaublich, ist sowas, weißt du? Dann denkst du dir, das ist das Einzigste. Ich hab's jetzt nicht verstanden. Du hakst mich. Das war für mich genauso. Ich habe Angst bekommen, weil ich immer zu Allah gebetet habe und auf einmal höre, dass ein Imam ausgetreten ist und auf einmal Jesus anbetet. Das war für mich unvorstellbar. Ich musste mich erstmal festhalten. Ich so, der betet ja Jesus an. Der betet einen Menschen an. Ich habe aber nicht begriffen, dass Gott Mensch wurde, Jesus Christus. Dass Jesus Christus schon von Ewigkeit zu Ewigkeit der Gott ist. Ja, ich war früher auch christliche Versammlungen und so Sachen, weißt du, mit 13, 14, 15 war ich da. Habe ich mir das ja, mein Vater früher halt gelassen, du weißt, wegen, keine Ahnung, Hilfe von den Leuten und so, weißt du? Die haben ja mal früher denen geholfen und so, den neuen Flüchtlingen, die damals waren. Die haben ja auch immer geholfen, ist ja nicht das Problem. Dann irgendwann habe ich den Pierre Vogel vor 20 Jahre, glaube ich, ist das her. Und seitdem habe ich gesehen, dass die Moslems immer mehr werden. Ne? So habe ich mir gedacht. Ich sage, das muss dann das Richtige sein. Sowieso, ich glaube ja sowieso an Islam im Normalfall. Ne? Und jetzt zum Beispiel kommst du, oder vorher zum Beispiel habe ich sowas nie gehört von einem, der gepredigt hat von den christlichen Leuten. Weißt du? Habe ich niemals gehört, dass Mohammed das gemacht hat, die Tafsire so aufgelesen hat, wie du das machst, so intensiv. Deswegen ist das echt neu. Ne, die meisten, ja, ich bin auch, wie du die sagst. Die verstecken das, weil die Angst haben eben, dass Leute scharenweise den Islam verlassen. Die haben Angst. Deswegen reden die eben nicht über diese Sachen. Aber das kann ja nicht sein. Man muss ja eigentlich zu Wahrheit rufen, also würde ich sagen. Also, natürlich, da hast du vollkommen recht. Ja. Man kann ja nicht die Wahrheit verstecken. Damit man irgendwie in einer Religion bleibt. Also das macht ja keinen Sinn. Das ist so, wie wenn du eine Frau hast, die dir fremd geht und du Beweise vor die Augen bekommst und du sagst, nein, ich will das nicht wissen. Nein, meine Frau ist mir fremd. Dann sagt der Typ, ja, guck mal hier das Foto. Und du sagst, nein, geh weg mit dem Foto.
Verstehst du? Das ist dasselbe, weil die Wahrheit zu sehr weh tut, möchte man das nicht sehen. Also ich ja selber auch. Also ich, das tut mir so weh, weißt du? Ich hab, ja. Guck mal, du kennst doch den von Al-Batul, der Schiite da. Wie heißt der ältere Mann, mit dem du auch... Schir Hamza. Ja, Schir Hamza. Da, seitdem, ich habe mir dem so ein bisschen angeguckt, ne? Weil er hat viel über erzählt von den Kalifen, wie das anfing dann, wo der Mohammed gestorben ist, der Prophet Mohammed, der ist gestorben, dann wie das so alles so zustande kam. Und das hat mich dann so interessiert, so, weißt du, wie lief das? Wie entstand denn der Islam und alles drum und dran, ne? Und ich kann mir nicht, aber guck mal, weil du sagst, der Prophet Mohammed wäre ja so oder so, aber er sagt auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel mit dem Paradies unter den Füßen, also die Mutter, der sagt ja auch schöne Sachen. Der sagt ja nicht nur diese Sachen, die er aufzählt. Ja, es ist vermischt, ne? Es ist voller Widersprüche. Voller Widersprüche. Würdest du, mein Lieber, würdest du ein Glas Wasser trinken und du würdest aber mit dem Gedanken wissen, dass da ein Tropfen Gift da reingetan wurde, würdest du davon trinken? Nein, klar. Na, das macht man ja nicht. Das heißt also, dass der Mohammed hier und da vielleicht gute Sachen getan hat, aber auf der anderen Seite er natürlich auch diese heftigsten Sachen gemacht hat. Pablo Escobar, nehmen wir ihn als Beispiel. Er war der größte Drogenbaron, den es auf der Welt gab. So, jeder kennt Pablo Escobar. Er hat Millionen von Tonnen nach Amerika gebracht, hat Menschen vergiftet ohne Ende. Aber in seinem Dorf hat er Kindereinrichtungen errichtet. Er war so Robin Hood in seiner Dings, wie heißt das? In seinem Baribo sozusagen, in seiner Hood. Und die Leute haben ihn geliebt. Aber heißt es, dass Pablo Escobar jetzt voll der gute Mensch war oder was? Nein. Ja, der ist Millionen ja bekannt so. Tausend Menschen getötet hast durch die ganzen Patellen und alles Mögliche. Ja, ja, ja. Du siehst. Du hast doch mal gesagt, dass man, dass die, guck mal, ich habe mal das mal nachgeschlagen, geguckt, ob ich das finde, dass die nackt um Mekka früher gelaufen wären, ne? Ja, richtig. Wo hast du das denn gefunden? Ich kann dir das zeigen, warte. Warte, ganz kurz. Weil das habe ich gesucht, habe ich mir gedacht, weil du das gesagt hast, so. Du wirst das nicht finden, weil diese Quellen für dich unerreichbar sind. Unerreichbar. War das vor Prophet Mohammed Zeit natürlich, ne? Ja, das würde ja den Islam ja widerlegen. Also haben die Leute sind ja nackt um die Kaaba gelaufen oder was? Ich dachte, dieser Kaaba ist denn von Gott ausgewählt worden. Ja, er sieht so glatt im Auto. Deswegen. Lisa! Ja, hab ich auch gedacht. Was denn? Amir, guck mal, du bist eigentlich so mit diesem Lacherei, das haben dir ja schon so viele gesagt. Ich gucke mir wirklich deine Streams sehr lange schon an. Ja. Das mit dem Lachen, das ist echt, boah, das nervt voll. Das nervt voll, echt. Ja, so, das ist ja wie. Guck mal, Amir, ich verstehe das ja, aber nur. Das Problem ist, für uns ist das ja auch, für viele ist das ja auch neu, diese, was du erzählst. Und für uns ist das in dem Moment ja ein Schock. Und dann, wenn man so daher lacht, dann glaubt man das nicht so richtig, weißt du? Weil man denkt, du sagst das, ja klar kann man die Quellen aufschlagen, aber macht ja auch nicht jeder. Hast du was zum Schreiben da? Warte mal. Ich sitze auch im Auto. Aber das kann man sich merken. Al-Bukhari 16:22. Al-Bukhari? Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 16:22. Hadith 16:22. Ja gut, alles klar. Mach ich mal. Ich will das mal sehen. Und da war noch was, was ich fragen wollte. Ne? Aber ich bin jetzt so Dings, aber ich kann es nicht vorstellen, dass ich mit dir... Krass, ey.
Ja, siehst du, wir lachen alle. Das findest du lustig. Du findest auf deine Art und Weise Dinge lustig, ich auf meine Art und Weise. Trotzdem liebe ich dich und habe nie ein Problem mit dir, verstehst du? Und das sollten wir uns immer zu Herzen nehmen. Aber Amir, ich kann mir das nicht vorstellen, Jesus als Gott zu nehmen. Das ist ja. Ich glaube mir, mein ich Lieber. Ich wüsste dir, ich kann das nicht. Ich habe niemals gedacht, dass ich eines Tages Jesus anbeten werde und erkenne, dass er Gott der Allmächtige ist. Ich sagte, ich habe dir gesagt in meiner Zelle, ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Er betet Jesus an. Das ist doch ein Mensch. Und ich habe die ganze Zeit meine Allah gemacht. Ja, Allah, Vergebung, gib mir deine Vergebung, habe Gnade an mir, deine Barmherzigkeit und so. Die ganze Zeit mein Dua gemacht. Du hängst. Hörst du mich? Du hast jetzt gehangen, aber ist egal. Ist okay. Ja, jetzt, ja. Ja, jetzt also wieder. Ich habe ja die ganze und das, Zeit. Das ist dieses meine Gebete gingen ja die ganze Zeit zu Allah und dann höre ich auf einmal einen Imam, der auf einmal zu Jesus betet. So. Das war für mich so unvorstellbar und ich hätte bis heute nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze und den Menschen Jesus Christus näher bringe. Verstehst du? Und sehr viele Menschen haben ja den Jesus Christus angenommen durch diese ganze Arbeit. Das ist wundervoll. Ich weiß nicht, weil im Endeffekt ist das ja alles Glaube. Also zum Beispiel, du glaubst ja an Jesus, ich glaube ja an Allah. So, und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, guck mal, der Schirk ist das Schlimmste im Islam und ich folge jetzt, sag ich mal, stell dir mal vor, ich gehe jetzt zum Jesus und bete ihn an. Ich werde nie in Ruhe leben können. Ich werde nie sagen können, boah, das stimmt. Also ich wäre mir nie, innerlich wäre ich nie zufrieden, weil ich immer Angst hätte, wenn das wirklich, was ist denn, wenn wirklich der Islam richtig ist und ich bete die ganze Zeit einen Propheten an. Also, sag ich mal, jetzt für dich Gott, ne? Das ist das Problem. Er ist kein Prophet. Er ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Aber so sind wir ja auf, so sind wir ja aufgewachsen. Natürlich, klar. Ich habe das ja auch von meiner Mutter so beigebracht bekommen. Die hat mir Suratul Ikhlas beigebracht, Al-Fatiha. So werden wir halt aufgewachsen, so. Also, so wachsen wir damit auf. Und, im Laufe des Lebens haben wir irgendwie nicht mehr so viel zu tun mit dem Islam. Hier und da mal, ja, Alhamdulillah hier, Inshallah da und hast du nicht gesehen. Klar, man benutzt diese Wörter. Aber im Endeffekt ist das so, dass wir aktiv auf die Suche nach Gott gehen müssen. Verstehst du, mein Lieber? Ja. Und der Herr gibt uns auch eine Möglichkeit, sich von ihm finden zu lassen. Er sagt selber in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich sucht, von ganzem Herzen nach mir fragt, so werde ich mich von euch finden lassen. Und was ist, wenn ich dir beweise, dass zum Beispiel Mohammed Schirk begangen hat? Würdest du dann den Islam in Frage stellen? Guck mal, ich war ja sowieso immer so ein bisschen kritisch, ja, aber ich habe halt immer ein bisschen nachgefragt, geguckt, also weißt du, im YouTube und so, weißt du, die ganzen Sachen. Habe ich ja immer schon gemacht, auch wenn Pierre Vogel damals gesprochen hat oder hier der, wie heißt der Marcel Klaas zum Beispiel, den finde ich auch sensationell, wie dein Kollegen, der eine ja. Rapper da. Ich finde den auch Hammer, wenn der redet und so, ne, da geht mir das Herz auf und alles drum und dran. Natürlich, das klingt sehr verführerisch und mit seiner ganz ruhigen, lockeren Art und sowas. Das ist aber nicht das, was die, was Gott eigentlich von sich selbst aussagt. Weil er selber hat ja auch nicht wirklich tiefes islamisches Wissen, sonst hätte er den Islam ja schon längst verlassen. Anhand des Beispiels des Vorbilds Mohammeds. Da ist ja der Marcel krass besser als sein eigenes Vorbild, oder wie? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Hat er diese ganzen Sachen herausgefunden, die ich herausgefunden habe? Warum thematisiert er das nicht öffentlich? Weil es natürlich zu einem riesen Wahnsinn führen würde, wenn der auf einmal sagen würde, ja, der Mohammed hat von seinem Adoptivsohn die Frau ausgespannt, hat in seinem Herzen diese Frau begehrt und hat ein 6-jähriges Kind geheiratet, hat die Menstruation nicht abgewartet, hat sie mit 9 Jahren entjungfert, die hat noch mit Puppen gespielt. Zusätzlich kommt dann noch dazu, dass er satanische Verse vom Teufel in den Mund gelegt bekam, sie rezitiert hat, Allah später die Verse wieder aufgehoben hat. Was ist das für Sachen, Mann? Aber ich finde das traurig, dass er nicht darüber redet, wirklich. Also der kann, guck mal, im Endeffekt kann ich ja selber entscheiden, ob ich Islam oder Christ. Man soll einfach nur, sag ich mal, die Karten auf den Tisch legen. Ich entscheide dann, vielleicht sage ich trotzdem, ist egal. Trotzdem glaube ich an Islam und man soll nur ehrlich sein, man soll das sagen. Ja, aber was ist da mit den anderen, die nicht so eine Denkweise wie du haben, die eine andere Moral an den Tag legen und sagen, so ein Vorbild kann ich niemals folgen, das ist doch nie ein Prophet gewesen, das soll Gott ihm befohlen haben, das ist ja eine einzige Katastrophe, Mann. Der war niemals ein Prophet dann. Ja, ja. Viele würden das so denken, 100 Millionen prozentig.
Aber guck mal, wir in Europa, ne? Weil du, wir in Europa, ich komme jetzt mal zurück hier, wie du sagst, Euro-Shisha, glaube ich, irgendwie so sagst du das. Wir sind doch gar nicht so. Wir sind doch gar nicht. Wir haben uns doch hier integriert in Deutschland. Ja, wir, eine verbesserte wir sind, Version, weiß ich mein? Bekommen, ja. Wir das haben ist zum Beispiel. Tun. Wir wollen dieser Islam, der hier ist, der Islam, der hier ist, der ist doch gar nicht so schlimm. Ja, natürlich, weil man die Religion hier erneuern möchte. Die wollen aus dem Islam so eine Erneuerung machen. Und viele Muslime lassen das nicht zu, aber sie wollen Allahs Gesetze haben. Aber wandern nicht aus, um Allahs Gesetze in die Tat umzusetzen. Guck mal, wie heuchlerisch das ist. Wenn du doch Allah liebst, wenn du doch Mohammed liebst, dann geh doch in einen Staat, wo die Scharia herrscht. Ich verstehe das nicht. Bin ich auch der Meinung. Wenn du zum Beispiel die Scharia willst, dann kannst du auch darüber gehen, da leben, weißt du? Bin so sieht's aus. So sieht's aus. Aber ich finde trotzdem, wie hier, die hier sind, die ganzen Türken zum Beispiel, oder die ganzen Albaner, oder die sind ja gar nicht so schlimm. Also ich finde nicht, die haben sich hier, so wie du, auch ganz normale Menschen, die einfach ihr Leben leben. Natürlich sind das wundervolle Menschen. Ja. Gott sei Dank haben sie mit ihrer Religion nichts zu tun. Stell dir mal vor, alle wären auf einmal so dermaßen vom Koran und Sunna und alles Mögliche in ihrem Kopf vollbepackt, hätten wir morgen hier eine Revolution. Das wäre eine einzige Katastrophe, wenn die Leute den Koran und Mohammeds Worte ernst nehmen würden. Also meinst du, nehmen die gar nicht ernst? Natürlich nicht. Sonst würden sie ja Sure 9, Vers 29 praktizieren und die ganzen anderen Hardcore-Verse. Sonst würden sie die Tafsir ihrer Gelehrten ja ernst nehmen. Aber noch haben sie ja nicht die Oberhand. Es gibt viele Muslime, die sich auskennen und wissen, was zu tun ist, sobald sie die Oberhand haben. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und dann wirst du sehen, wie auf einmal wir die ganze Zeit gewarnt haben und die Leute dann halt nicht hören wollten. Aber ich sag mal, guck mal, seit 1400 Jahren steht das ja, sag ich mal, in den Büchern, ne? Steht das auch 1200 Jahren ungefähr. Gibt es ja Tafsire, oder? Wie lange? Länger schon? Die Tafsire sind hunderte von Jahren später geschrieben worden. Aber sie sind zurückzuführen zu Mohammed, weil der Lehrer und der Lehrer und der Lehrer, das eines zurückzuführen ist zu Mohammed. Er hat es von ihm gelernt, er gibt es dem weiter und so geht es über Generation zu Generation weiter. Das heißt, wenn die Tafsire von At-Tabari falsch sind, ist der Islam falsch. Wenn die Tafsire von Al-Qurtubi oder Al-Jalalain oder Ibn Kathir falsch sind, ist der Islam falsch. Wie will denn ein sunnitischer Muslim hier im 21. Jahrhundert noch wissen, wie Mohammed gehandelt hat und die Sahaba? Also brauchen sie die Gelehrten. Aber meinst du nicht, wenn zum Beispiel, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich jetzt vergessen. Scheiße, ich habe vergessen. Merk dir bitte eine Geschichte aus dem Koran. Das ist die Sure 22, Vers 52. Und dazu musst du den Tafsir von Al-Jalalain aufschlagen. Und dann liest du mal, was passiert ist in der Geschichte. Dann wirst du sehen, dass man sofort den Islam verwerfen muss und sofort eine Entscheidung für Jesus Christus treffen müsste. Sofort. Ich weiß, also diese Schirk-Sachen, das ist die Trinität ist ja auch irgendwie alles kompliziert. Wir können Mohammed in keinster Weise vertrauen. Er wurde von einem Juden verhext. Er hat sich vorgestellt, Sachen zu tun, die er in Wahrheit nicht getan hat. Er hat von Satan Verse in seinen Mund gelegt bekommen. Er hat ein 6-jähriges Kind geheiratet. Er hat die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt. Zigtausend Menschen den Schädel abgeschnitten. Ist das ein Vorbild? Nein. Also so, das würde, glaube ich, keiner. Das würde, glaube ich, keiner machen. Als ehrlich gesagt, natürlich, guck mal, ich habe auch ein Problem, deswegen, weißt du, bin ich ja beschäftigt damit. Wie kann das sein? Wie kann man so 1400 Jahre in den Büchern oder 1300 oder 1002 in den Büchern stehen haben? Es wird doch schon so viele Leute würden das doch schon gesagt haben, so wie du jetzt. Wir haben ja 1400 Jahre, glaubt man jetzt daran. Natürlich, es gibt einige, die erwähnen das, aber du siehst ja, dass die Ignoranz höher ist als alles andere. Sie wollen es nicht hören, also sie schalten sofort ab und lesen gar nicht mehr. Verstehst du? Sie leben einfach nur noch ihr Leben und das ist auch eigentlich in Ordnung so. Gott sei Dank haben wir natürlich sehr viele Muslime hier in Europa, allgemein auch in Deutschland, die einfach nur ihr Leben leben und mit dem Islam nichts zu tun haben. Deswegen sagen die Gelehrten ja auch, sie sind nur noch Namensmuslime. Verstehst du? Namensmuslime. Ja, mit dem Islam nichts zu tun. Ja.
Ich weiß nicht, das okay. beschäftigt mich. Ich finde keine Lösung einfach. Ich finde keine Lösung. Du wirst eine Lösung finden. Da bin ich dir, da gebe ich dir Brief und Siegel darauf. Sobald du Gott fragst, Gott, wenn es dich gibt, ich suche nach dir und er wird sich dir zeigen. Und in Jesus Christus hast du sowieso das beste Vorbild aller Zeiten. Er hat niemals eine Frau vergewaltigt. Er hat niemals eine Frau mit lüsternem Blick angeguckt. Er hat kein kleines Kind geheiratet. Er hat niemanden getötet. Gar nichts. Er ist das vollkommene Vorbild aller Zeiten. Wenn du ihm nachfolgst, kannst du nichts Schlechtes machen. Den wahren Jesus, ich meine nicht diesen Isa aus dem Koran, Jesus Christus, den historisch bezeugten, aus der Bibel. Ja, meinst du, das ist alles erfunden? Boah. Was? Eine neue Religion erfunden? Neue Religion einfach erfunden? Ja, natürlich. Denkst du, der Satan hat nicht seine Macht hier auf der Erde, so viele Menschen wie möglich in die Hölle mit reinzureißen? Natürlich. Und da siehst du, dass die Religionen von Satan erfunden sind, um dich wegzuholen von Jesus Christus. Crazy. Ja, da ist dein Retter. Dein Retter. Du kannst dir den Herrn Jesus Christus als Retter aussuchen oder als Richter. Es ist dir überlassen. Aus Liebe heraus solltest du eine Entscheidung für ihn treffen, nicht gegen ihn. Ja, aber diese ganzen guten Sätze, die er sagt, auch, weißt du, es ist natürlich balsam für die Seele. Wer kann den Herrn Jesus Christus nicht lieben, wenn er sein Leben studiert? Unmöglich. Als ich sein Leben gelesen habe in den Evangelien, ich kam gar nicht mehr raus aus dem Staunen, wie wundervoll er ist. Genau so ein Vorbild braucht jeder Mensch. Ich habe mir den Film ja auch reingezogen, weißt du, mit meiner Frau zusammen. Natürlich, das berührt doch einen. Das berührt, ich muss sagen, das berührt einen, das stimmt. Natürlich. Ich habe mir auch den Prophetenfilm angeguckt, also vom Prophet Mohammed, weißt du, da, wo die, also wo die unterwegs sind. Und kennst ja diese alten Filme da. Ja, ja, ja. Das war ein bisschen anders, weißt du? Dieses, ich kann das nicht mit meinem Kopf vereinbaren. Das ist schlimm. Schlimm für mich. Ja. Nachdem ich dich kenne, schlimm. Scheiße. Ich weiß. Okay. Ich weiß, dass du dich auch nach einem guten Vorbild sehnst und das ist Jesus Christus. Ich weiß das. Man ist nur mit Ausländern aufgewachsen. Also nicht Ausländer, ich meine jetzt eben Moslems, weißt du? Du selber. Wir sind ja nur damit zum Beispiel groß geworden. Wir kannten ja kaum Deutsche oder christliche Leute. Weißt du? Ja. So als Kinder, weißt du? Und jetzt zum Beispiel hast du so, sozusagen wie die Seite gewechselt. Und du hast nicht die Seite gewechselt, du bist einfach auf die Suche nach Gott gegangen und bist neutral an die Sache gegangen. Gott, ich suche dich von Herzen. Wer bist du? Antworte mir. Naja, irgendwann komme ich wieder rein, wenn du magst, kannst du mich ja hochholen. Ja, gerne, du bist immer willkommen. Ich liebe dich und wünsche mir von ganzem Herzen, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus triffst, mein Lieber. Ja, ich habe viel zu viel Schiss davor. Ich habe viel zu viel Schiss. Ich hatte auch. Aber ich hatte Gott, auch Gott, Schiss. Gott segne dich auch, ja? Gott segne dich, mein Lieber. Du schaffst das schon. Wir sehen uns. Ciao. Gott segne dich. Ciao. Ja, betet für den lieben Bowser. Ein sehr, sehr nachdenklicher Mensch. Habt ihr gesehen? Dass er auch nicht einfach so akzeptiert, dass Mohammed solche Dinge getan hat. Das ist natürlich schrecklich. Und ihn als Vorbild zu nehmen, er muss ja auch diese ganzen Sachen machen. Das ist ja Wahnsinn. Von daher, ja. Bis gleich, ihr Lieben.
Der bleibt hier drinnen. Ja, du kannst aber die Paletten hier drin schieben. Wenn du schon mal gerade weißt. Kannst du diese Palette ein bisschen nach da schieben? Wollen wir es probieren oder was geht? Die? Da am Laufen. Komm nicht da rein. Einfach so ein bisschen. Damit er da drankommt. Oh. Kommst du rein? Jawohl. Doch. Weiter. Okay, komm.
Ale nennt mich so. Ja, die sympathisieren alle mit mir. Alle haben Sympathie für Dr. Scherer Abu Amir übrig. Ach, ja. Oh, mein Handy geht jetzt jeden Moment aus. Aufladen angehalten. Die Telefontemperatur ist zu hoch. Ja, ihr drückt ja die ganze Zeit auf die Tastaturen und hämmert da drauf und das Handy hält es nicht aus. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchstens. Dankeschön für alles, Wahnsinn, über 200.000 Likes. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen, euch und eure Familien, auch die Familien der Muslime, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge die Augen der Muslime aufgehen, dass sie erkennen, den wahrhaftigen Vorbild, den Retter der Menschheit zu erkennen und ihn anzunehmen. Und ihre Seelen in Sicherheit zu bringen, eure kostbaren, wundervollen Seelen, die eines Tages ja aus eurem Körper rauskommen und dann ja, zu Gott gebracht werden. Wahnsinn. Was ist das für ein Handy, ja. Was ist das für ein Handy, genau. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline, ihr Lieben. Muss mal ein paar Sachen erledigen. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen, ihr Wundervollen. Dankeschön für alles, was ihr getan habt. Dankeschön fürs Teilen, Dankeschön fürs Liken, Dankeschön für Dankeschön für die ganzen Geschenke, ihr Lieben. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, euch das Doppelte und Dreifache geben. Und euch das ewige Leben, dass ihr im Buch des Lebens verzeichnet seid. Ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Ey, ihr Hetzer! Hör mal auf, hier auf Prollo zu machen, Mann! Richtige Muslime, ey! Die lieben den Dr. Scherer, Mann! Ja, danke schön nochmal. Ja, ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Aber die wahre Danksagung gebührt einzig und allein dem Herrn Jesus Christus. Ja, alle Ehre gebührt ihm, nicht mir, nicht euch, sonst keinem, außer dem Herrn Jesus Christus. Ich liebe euch alle und wünsche euch natürlich immer das Beste, auch den Muslimen. Und möge der Herr euch beistehen und euch Kraft geben, damit ihr eine Entscheidung für ihn trifft. Weil ich weiß, wie schwer das ist. Für mich war das genauso schwer. Es war für mich ultra schwer, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, weil ich weiß, was das für eine Hürde ist, sich für Jesus Christus zu entscheiden und das dann auch preiszugeben, publik zu machen sozusagen, ne? Und zu ihm zu stehen. Und das ist das Heftige. Und das ist diese Hürde, die man überwinden muss. Lass dir gesagt sein, dass du eines Tages auch ohne deine Familie vor Gott stehen wirst. Und allein diese Tatsache sollte dich schon zum Nachdenken bringen. Denn du alleine wirst vor Gott stehen und für alles Rechenschaft ablegen. Nicht deine Familie oder deine Freunde. Deine Familie und Freunde wollen dich abhalten von einer Entscheidung für Jesus Christus. Daher bitte ich dich, geh nochmal in dich hinein. Geh nochmal die Beweise durch, die ich dir gebracht habe, die Sachen, die ich geredet habe. Und sehe ein, dass in Jesus Christus das einzige oder die einzige Möglichkeit ist, um Vergebung seiner Schuld zu bekommen. Jesus Christus bleibt Herr und alle anderen Religionen haben keine Chance gegen den Herrn Jesus Christus. Er ist der Retter, er bleibt der Retter, er ist Gott der Allmächtige, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Macht's gut.